heute in Fashion Famous zusammen mit der Easy, auch bekannt als hier Angeber mit ihrem blöden Modelrang. Yeah. Und wir spielen heute Baby versus Erwachsenen-Outfit. Also spielen wir nicht, aber verkleiden wir uns als. Oh, cool. Mhm. Ja, ja. Also erst Baby oder was? Ja, erst Baby. Okay, wir müssen uns jetzt erstmal als kleine Babys verkleiden. Ich weiß noch sehr gut, wie ich mich als Baby angezogen habe, natürlich. Bin ich sehr vertraut mit. Oh yeah. Erstmal, ich war ein fettes Baby, deswegen mache ich mich jetzt erstmal dick. Was echt? Ich war ein richtig fettes Baby. Oh, ich aber auch, ich war richtig kräftig. Ja? Ich hatte auch noch richtig lange einfach meinen Babyspeck. Den habe ich heute noch. Den hast du heute noch. Ja, ganz weggegangen ist bei mir auch nicht, aber naja, was willst du tun? Ich bin ein bisschen unsicher, ich habe bis jetzt einen Ballon. Was haben Babys für Haare? Haben die überhaupt Haare? Babys haben... Der Ballon hat sich gerade in eine E-Gitarre verwandelt. Okay. Ich glaube, Babys haben Haare. Aber nur so wenige. Halt so Flaumen. Kommt halt drauf an, es oder? Es ist ein bisschen Baby-abhängig. Nicht jedes Baby hat Haare. Ich will lieber den Milchshake. Okay. Oh Gott, ich habe so viel Zeit verschwendet. Nichts und wieder nichts. Okay. Oh, das ist ein Babygesicht. Das ist ein Babygesicht und es funktioniert nicht. Nein! Oh nein! Nein, wieso? Wie das ist so ein gutes Gesicht! Okay, warte, welches meinst du nehmen? Ich komm mal zu sie, zeig mal her. Ich möchte nicht. Ich sehe so komisch aus ohne Haare. Ah, so eine Abomination. Okay, okay. Ich habe ein gutes Outfit meiner Meinung nach. Sieht sehr niedlich aus. Ohne Mist, wenn ich als Baby so stylisch angezogen gewesen wäre, aber war ich nicht. Ich habe auch ein gutes Outfit. Ich hatte so einen Hut, den fand ich richtig cool. Daran erinnere ich mich. Das ist eine, weißt du, sehr spezifische Erinnerung, die ich habe. Und es war ein super hübscher, hellblauer, so ein Falthut. War hässlich wie die Nacht war das Ding. Aber ich habe den richtig cool gefühlt. Auch kurze Haare, oder? Weiß nicht, ich habe mittellange Haare. Ich habe jetzt... Okay, die sind nicht schlecht. Ich glaube, die sind nicht schlecht. Ich glaube, die können hier wirklich, Was? Hä? Okay, warte mal. Was denn? Ich habe mir gerade ein zweites Paar Haare angezogen und die sind an meinem Hals. Was? Wieso sind die so weit unten? Kann man sich kleiner machen, ist jetzt meine Frage, wenn es die Haare gibt, die so weit weiter unten sind. Muss ja gehen. Aber wie? Wenn man sich irgendwo kleiner machen kann, du jetzt gleich als kleines Baby auf die Bühne rennst, dann bin ich... Kannst du nicht. Bist du ready? Zeit ist... Okay, das ist ein... Ja, ich bin ready. Okay. Super, zum Glück habe ich diese komischen Ohren noch dran gehauen. Die machen es auf jeden Fall nicht schlechter. Hallo Joren, es ist Zeit für die besten Outfits diese zu bauen. Mama, die auch blau. Ronja! Die erste! Okay, yes. Hallo und herzlich willkommen! Dies ist mein Baby-Outfit. Ich kann hier winken. Und ich kann zeigen. Und ich kann jubeln. Und dancen. Dance, dance, dance. Cool. Cool, cool, cool. Ich habe extra noch was Nettes dazu geschrieben, oh, dass wir bewerten. Oh, das ist clever. Okay, oh. Warte, die hat mein Outfit! Die hat... echt, das ist dein Outfit? Die hat so ein gutes Gesicht. Die Gesicht ist richtig gut. Das sind 4 Sterne. Mit einem kleinen Oktopus auf der Hand und mit einem Teddy. Oh, voll süß. Das Gesicht ist auch süß, voll das Outfit süß. Ja, und Mist, da kann ich nicht 5 Sterne geben. Das ist voll niedlich. Da kannst du nicht 5 Sterne geben. Also ich habe 5 Sterne gegeben. Okay, Lauri007x Pizza. Auch mit einem Teddy. Ah, ein bisschen schlechter als das davor, finde ich. Ich weiß nicht genau, was mir fehlt. Aber ich finde es auch richtig süß. Ich gebe 4 Sterne. Ich fand das davor nur einfach so viel besser. Ja. Da muss man halt... Es tut mir leid, Lauri, aber es ist ein gutes Outfit. Kutalaster. Okay. Das ist halt auch so ein niedliches Gesicht. Mein Gesicht ist richtig dumm. Easy, ich habe mich hier verrannt an was. Zum Glück kam ich am Anfang. Ja, das fand ich irgendwie ein bisschen groß. Ja, das war auch groß. Nee, das war nichts. Das war kein... Das meine Gesicht ist das Beste. Okay, alles Käse. Okay. Hallo. Du hast auch den kleinen Oktopus und du hast die Schleife und du hast das Outfit. Das sind auch gute Haare für ein Baby. Ich danke. Sehr schön, sehr schön. Wir sehen uns. Huh? Ciao. Das ist aber nicht so gut, wenn Babys das machen, habe ich mir sagen lassen. Das sollte man vielleicht mal ins Krankenhaus mitfahren. Okay, die Ergebnisse sind bereit und die Gewinner sind... Okay, das wundert mich überhaupt nicht, dass du gewonnen hast, aber mich freut es auch voll, dass die dritte auf dem Treppchen ist, weil die fand ich echt gut. Guck mal, dein Dings ist voll vorbei. Mittlerweile gewinnst du nur noch. Yes!
Die Zeiten vom Easy auf dem 6. Platz sind endlich vorbei. Okay, okay. Unser nächstes Thema ist Erwachsener, also ab jetzt als Frau. Und ich weiß nicht genau, was meine Vision hier wird. Ich glaube, ich möchte so ein bisschen für ein Business-Outfit gehen. Hast du schon was? Ich habe bisher noch nicht. Oh. Ich habe eine bessere Idee. Ich habe eine bessere Idee. Ich mache eine Frau in einem Hochzeitskleid. Oh, ich habe eine richtig gute Idee. Ja? Ich mache eine Frau in einem Hochzeitskleid. Nein! Ideenklauer! Das ist eine gute Idee, oder? Ja, das ist mega. Okay, dann brauche ich jetzt noch ein schönes Oberteil für mein Hochzeitskleid. Das ist so eine gute Idee. Ich bin richtig zufrieden mit mir. Okay. Zack. Nee, das hätte ich für irgendwelche Meerjungfrau-Themen nehmen können. Das hier. Oh, das ist gut. Das ist gut. Easy, ich bin hier an was dran. Kurzer Abstecher in die Haarabteilung. Oh, ich hätte gerne so eine Hochsteck-Dutt-Frisur. Gibt's aber nicht. Verstehe. Was würde man denn... Gibt's hier irgendwo so eine Hochzeitsfrisur? Nein. Einfach nein. Okay. Das ist hart. Dann gehe ich wieder nach... Oder. Ich lasse die auf. Und dann mache ich mir hier so ein schleiermäßiges Ding da dran. Klasse. Aha. Ich bin so zufrieden. Ich war lange nicht mehr so zufrieden mit meinem Look. Okay, nur noch 80 Sekunden. Das wird auch langsam knapp. Ich würde trotzdem gerne was in der Hand halten, damit es nicht so leer aussieht. Will ich hier so ein Quatschstab? Aber eigentlich ist das... Ah. So, das Ding ist, ich habe auch noch kein Gesicht. Das ist wahrscheinlich jetzt erstmal meine nächste Mission. Weil das wäre mir ganz wichtig eigentlich. Fröhliches Gesicht. Wer sieht denn glücklich aus, als ob er gerade heiratet? Sie. Ja, oh, das ist gut. Klasse. Oder sie. Ich fand die links besser. So. Okay, Zeit ist um. Okay. Ich bin gespannt. Ich habe jetzt unten die ganze Zeit diese Auswahlfarbpalette, aber wenn man einfach nichts auswählt, bleibt es weiß. Quadralas, yep. Das. Okay, oh, das ist nicht schlecht. Okay, das ist so ein bisschen das Business-Wum-Ding, wofür ich vorher gehen wollte. Auch der gute Stil, die Handtasche. Sieht gut aus. Sind 4 Sterne. Gut. Ja. Vielleicht noch ein Kopfbedeckung, ist, was ich sagen wollte. Das ist Belle aus Die Schöne und das Biest. Da kann mir auch niemand was anderes erzählen. Warte, sie ist blond. Belle war doch brünett. Ja, aber das gelbe Kleid. Ja, komm, aber gelbes Kleid gibt's ja nun häufig. Ja, ich sag, das sind für mich leider nur 3 Sterne, weil ich da ein bisschen eine kleine Themenverfehlung gesehen habe. Ach, Ron, ja. Ich meine, im Endeffekt sind alles Frauen, also ist eigentlich doch keine Themenverfehlung. Ja. Die finde ich aber besser. Dann tut's mir leid an Quartalasta oder was auch immer, wie der Name ist. Tut mir leid, ich weiß nicht, wie man ausspricht. Ohne Mist, die ist besser. Schöner die ist besser. Also das andere gelbe Kleid, das sieht richtig gut aus. Ja, da bin ich richtig zufrieden mit. Das ist voll schön mit den schwarzen Haaren. Das ist auch Bella aus Die Schöne und das Biest. Aber diesmal wirklich, auch mit den schwarzen Haaren. Ich finde den Rock so schön. Der Rock ist so viel besser als der blöde Hochzeitsrock. Das Lilly spielt Roblox. Hallo Lilly. Okay. Das ist auch voll süß. Das sind 4 Sterne. Noch so eine Handtasche oder sowas wäre ganz schön gewesen, glaube ich. Oder was in den Haaren dabei. Oder so. Oh, sie hat Blumen. Ja. Warte, wo hat sie die Blumen her? Lilly, wo hat sie die Blumen her? Das ist Käse. Oh, hello. Damn. Schick. Yeah. Okay. Ja, doch, ist, die Lederjacke ist sick. Ja, danke. Das Kopfding macht mich kirre. Lilly, wo hast du die Blumen her? Ich habe so lange nach den Blumen gesucht. No! Okay, das ist mein fertiges Outfit. Achtung. Warte, bist du das? Das bin ich. Ronja, so schön. Okay, Achtung. Was? Pink! Nein, hast du nicht getan. Oh mein Gott. Tja! I stop. Nice. Cool, hä? Das hat funktioniert. Guck mal, dramatischer Farbwechsel. Okay, Ronja, das wirst du schaffen. Bitte, dramatischer Farbwechsel, gib mir was. Dankeschön! Woo! Oh! Yeah! Nehme ich. Hä? Ohne Mist, das sieht doch voll gut aus mit dem pinken Schleier. Guck mal, da ist Lilly auch. Die ist auch. Lilly ist auch da, stimmt. Hä? Cool. Und 19 Punkte. Du bist Zweiter, stimmt. Du bist Zweite. Richtig gut. Roblox. Fashion Famous läuft gut bei uns in letzter Zeit. Alles klar. Das war's aber mit dieser Folge von Baby vs. Erwachsenen-Outfit. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal. Dann verpasst ihr nämlich keine neuen Videos. Und schaut auch unbedingt bei der Easy vorbei, weil da kommen auch coole Videos auf dem Kanal. Alrighty, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.